Hallo, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Top 10 CS2 Skins Video. Heute der R8 Revolver. Wir fangen wie immer auf dem 10. Platz an und gehen dann hoch zu Platz 1. Mein 10. Platz ist der R8 Ember Fade. Ist recht glänzelig, glänziger als andere Skins, die gleich noch nachgerückt werden. Liegt bei 69 Cent bis 1,14 Euro. Also typisch Ember Fade, also drauf geschissen. Weiter geht's. Dort liegt der Grip R8 Revolver und der ist schon deutlich farbenfroher, beziehungsweise die geht es nicht wirklich großartig bunter, aber es sieht hier einfach sehr viel cleaner aus. 6 Cent bis 21 Cent, absolut geschenktes Schnapperl. Der Griff sieht wirklich, wirklich cool aus, erinnert so ein bisschen auch an die Plywood Skins, sehr nices Teil. Für 32 Cent bis 2,78 Euro könnt ihr euch den 8. Platz, den Reboot, ersnacken. Noch ein bisschen weniger farbenfroh, aber ja, dafür sehr schön clean und so Robocop-mäßig irgendwie. Also ich habe da immer so Robocop-Feeling, wenn ich das Teil sehe. Auch ein sehr schöner Skin mit schönen roten Highlights. Auf der Nummer 7 liegt der Skullcrusher Revolver. Auch so ein bisschen, also was heißt ein bisschen, einige Flammen sind dabei. Man könnte meinen, so ein weitergeführter Blaze mit Knock-Knock-Beschriftung. Schönes Teil, preislich 1,14 Euro bis 1,39 Euro, also dafür, dass da hinten noch so ein Männlein drauf ist, ist das recht günstig. Aufkommen. Der Junkyard Revolver liegt auf meinem 6. Platz und hier muss man auf jeden Fall auch wieder besonderes Augenmerk auf den Griff richten. Der sieht wirklich so, also so gut aus, so richtig schön. Ah. Der Aufkleber hier, der, ich finde, der sollte auf einem anderen Skin gleich eher zu sehen sein und nicht hier drauf, aber egal. Legend King, ja, also wer mit dem R8 Kills macht, der ist schon ein kleiner King, würde ich sagen, ja. 9 Cent bis 39 Cent, also so günstig, also ich bitte dich. Auf dem 5. Platz liegt der Inlay Revolver und ich weiß, was ihr jetzt denkt, was ein grauer Skin, aber guck dir mal dieses Teil an. Der Griff könnte übrigens aus Stein sein, so von der, oder? Vom Aussehen her. Oder Knochen. Ja, der ganze Rest. So schön glänzend, so schön echt und realistisch eben auch, dass es den bestimmt gibt. 100% gibt es den im echten Leben auch. 3 Cent bis 10 Cent. Riesenschnapperl. Das schnapperligste Schnapperl bis jetzt überhaupt, seitdem wir Top 10 Listen machen. 4. Platz folgt sogleich. Und hier ist der Crazy 8 Revolver drauf liegend. Da gefällt mir vor allem die Farbkomposition sehr, sehr gut. So ein schönes Teil. Bisschen komisch, dass hier innen drin auch lila ist in der Trommel. Also an dem Trommelaufsatz oder wie dieser Bereich eben hier heißen mag. Aber ja, hier gefällt mir das Farbespiel besonders gut. Die fette 8 halt noch drauf, was will man mehr? Jetzt kommen wieder die vorderen drei Plätze, was ist da wohl? Soll zu Ende geraten. Auf dem 3. Platz liegt der R8 Revolver Banana Cannon. Und hier muss dieses Zeichen drauf, wie bei den Chiquita Bananas oder wie die Firma heißt. Gut, jetzt sind hier halt direkt 3 drauf, beziehungsweise 6, 3 auf jeder Seite. Das ist schon nice gemacht. Ein sehr, sehr schöner Skin, wo eben auch das Thema komplett durchgezogen wurde. Genauso müssen Skins sein. 23 Cent bis 1,65 Euro. Man merkt halt natürlich auch, R8 wird halt nicht so oft gespielt, darum eher günstige Skins. Und das gilt auch für den Fade-Skin. Also wenn ihr schon mal einen Fade-Skin haben wolltet und es euch nichts ausmacht, wenn das auf dem Revolver drauf ist, dann könnt ihr euch den Revolver snacken. Also da liegt er bei 4,97 Euro bis 15 Euro. Das ist für einen an sich, also Fade-Skin generell, ja gar nicht so übel. Aber es ist halt Revolver und der Griff ist echt Lellebäppel. Also den hätte ich auf jeden Fall noch anderweitig bearbeitet. Entweder ein gutes Stück dunkler gemacht, dass es so richtig schön ins Schwarze geht. Das hier vorne natürlich auch, aber wobei, dass es vorne nicht zwingt, aber der Griff halt. Ja, oder den Fade-Effekt weiter reinlaufen lassen. Aber nee, das würde nicht passen. Vielleicht irgendwas Holziges oder sowas. Ja, alles besser als das. Aber was liegt denn jetzt auf meinem 1. Platz? Also ich weiß es. Und zwar der Lama Cannon Revolver. Oh, glänzig, blau. Guter Griff, vor allem passender Griff zum Rest. Da ist ein Lama drauf auf der einen und auf der anderen Seite. Einmal Chills und einmal Chills im Stehen. Also, ja, super Teil. Der Preis 1,71 Euro bis 10,92 Euro, also 11 Euro. Das ist so ein geiles Teil. Also ich glaube, wenn ich diesen Skin irgendwann mal haben sollte, dann rüste ich mir den knallhart aus, weil ich ein frecher Lurch bin. So, lala. Natürlich gibt es hier auch wie immer ein Giveaway für euch. Und zwar hauen wir heute einen R8 Crazy 8 raus und ihr nehmt an dem Giveaway teil, indem ihr folgende Frage beantwortet. Hast du den R8 bei dir aktuell ausgerüstet, also in deinem Loadout drin? Ja oder nein, egal wie man da antwortet, man ist automatisch beim Giveaway mit dabei. So, Dalle. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, meine Damen und Herren. Kommt in den Stream, wir erlern ordentlich rein. Ich weiß nicht genau, wann das Video, das Knife Giveaway wird schon längst zu Ende sein. Vielleicht haben wir schon das nächste Knife Giveaway am Start. Ich zeig's einfach trotzdem kurz.
Denn zum Beispiel gibt es in der Woche vom 22.02. dieses Navaja Knife Rust Code für euch und demnächst dann auch wieder was, ein anderes Knife oder Handschuhe und sowieso in jedem Stream Giveaways. Also kommt rum, wir streamen dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Und ja, das war's. Danke fürs Zusehen, für die Likes, für die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.